Es ist 2023 und dieses Jahr soll so viel Neues für mich bringen. Deshalb habe ich auch mein Vision Board erstellt. Deshalb dachte ich mir, können wir doch einfach mal meinen Dream Wardrobe heute zusammen erstellen, beziehungsweise meinen Traumkleiderschrank. Und ich glaube, viele wollen einfach 2023 so die best version of themselves sein, genauso wie ich auch. Also ich möchte einfach gesünder essen, ich möchte mehr Sport machen und natürlich mega viele coole Videos drehen. Ich habe so viele Ideen für dieses Jahr. Und nach meinem Abi werde ich dann so richtig durchziehen können. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen von euch. Das soll jetzt kein Druck sein oder so. Deswegen, wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne abonnieren. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt los. Erstmal möchte ich euch so einen kleinen Overview geben, wie wird 2023 überhaupt sein und was sind so diese Trends in 2023. Es gibt jedes Jahr immer mehr Nischen und meine Nische für dieses Jahr ist so richtig Vanilla Girl, Star Girl und Clean Girl. Das sind so drei Trends, die eigentlich letztes Jahr schon so ein bisschen da waren, aber wo ich so glaube, dass die dieses Jahr nochmal so besonders in Deutschland, weil die waren in Amerika ziemlich groß, so richtig ansteigen werden. Ich zeige euch jetzt mal, wie man so ein richtiges krasses Outfit created. Also wenn ihr schon so für euch wisst, oh mein Gott, das ist gar nichts für mich. Ich möchte niemanden in irgendeine Richtung drängen, das ist einfach nur meine Meinung. Und zwar ist das erste wirklich Wichtige auf meiner Wishlist die Farbe Silber und Metallic. Also alles, was Silber oder in so Metallic-Farben gehalten ist, finde ich, wird einfach so ein fetter Trend dieses Jahr werden. Mir gefallen momentan so richtige Miniröcke von Zara richtig gut, die in so einem Metallic-Lila bis Pink gehalten sind. Und die sind einfach so niedlich und man kann so gute Outfits damit machen. Das sieht man, wenn man auf Pinterest geht, auch so oft in diesem Star-Girl-Aesthetic. Und ich finde es einfach so schön. Ich möchte unbedingt so einen dieses Jahr haben. Wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, das kann man doch eh nur zu so Partys oder sowas anziehen. Nein, ich glaube, wir können das den ganzen Sommer lang tragen. Und wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, ist diese lilane Farbe, taucht die auf einmal überall auf. Deswegen würde ich sagen, ist das auch so eine kleine Trend-Prediction von mir. Und dazu habe ich auch den passenden Cardholder gefunden. Ich weiß, der ist mega teuer, aber es gibt auch so viele Dupes. Dieser pinke YSL Cardholder, der auch in diesem glitzernden Metallic-Ton ist. Oh mein Gott, ich bin wirklich verliebt. Wir gehen direkt zu Schuhen weiter. Und zwar bin ich momentan verliebt, wirklich verliebt in diesen Golden Goose Schuhen. Eine Sache, die ich aber nicht an denen verstehe, ist, warum sind die absichtlich dreckig? Das sind so Sachen, das habe ich noch nie an so Designerkleidung verstanden. Aber ich finde, sie sehen trotzdem mega cool aus. Ich glaube, ich würde sie sogar noch mehr feiern, wenn da einfach nicht dieser Dreck am Rand wäre. Und was auch schon letztes Jahr da war, aber ich glaube nochmal verstärkt zurückkommen wird, sind diese Cowboy Boots. Ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich mir wirklich welche holen sollte oder warum ich die überhaupt auf diese Wishlist getan habe, aber irgendwie sind die so iconic und so für mich so uncool, dass sie schon wieder cool sind. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Je mehr ich die sehe, desto schöner finde ich die irgendwie. Deswegen habe ich hier so silberne Bronze Cowboy Boots mit aufgenommen, weil dann denke ich mir so, man könnte ja so ein weißes Kleid dazu anziehen und danach ist das so das perfekte Outfit, wenn ihr so auf ein Konzert gehen wollt. Ich sehe mich da bei so einem Harry Styles Konzert, bin ich ehrlich. Aber ich bin eigentlich ein Fan von denen. Was sagt ihr? Der letzte Schuh, bei dem ich wirklich glaube, dass der dieses Jahr ein fettes Comeback haben wird, sind diese Alexander McQueen Schuhe. Und die waren ja 2018, glaube ich, war das. Waren die mal auf so einem richtigen Peak. Und danach hat die einfach keiner mehr gefeiert, weil die auch so überteuert sind. Aber nochmal, um auf Alexander McQueen zurückzukommen. Die Schuhe sind einfach iconic, finde ich. Also die haben schon so eine lange Geschichte. Und dass sie so ein Comeback machen, lässt mich schon so fast so ein bisschen nostalgisch fühlen. Okay, das soll es gewesen sein mit Schuhen. Wir springen direkt nach oben und zwar zu den Pullovern. Ich liebe Pullover, ich liebe Oversize-Sachen und ich bin so froh, dass das einfach dieses Jahr nochmal da sein wird. Und oh mein Gott, direkt der allererste, so ein richtiger Favorite und das ist so ein richtig gutes Beispiel für diese Wishlist einfach, weil Stargirl ist so meine Inspiration dieses Jahr. Auch so ein bisschen so einer der Quotes, die ich so richtig inspiring dieses Jahr fand. Deswegen ist der All Saints Metallic Star Pullover wirklich einer meiner Favorites dieses Jahr. Ich finde, der sieht so schön aus. Und ich glaube, das ist eigentlich auch schon fast wieder so neutral. Also das kannst du eigentlich mit so allem kombinieren. Wenn du dazu noch so eine süße Tasche oder sowas anziehst, dann sieht man einfach so krass aus. Oh mein Gott. Jetzt kommt ein richtig gutes Basic und den gibt es auch, ich glaube, für 15,99 € momentan bei H&M. Und zwar ist das so ein gestrickter Wollpullover in Grau. Und die gibt es eigentlich überall immer. Also wenn ihr jetzt besonders guckt im Winterschlussverkauf,
kann man da einfach so gute Schnäppchen finden. So, als letztes von Pullovern haben wir noch ein Hoodie. Und zwar ist der so ein bisschen Street-Style-inspired. Zwar ist das Ganze eher so Stockholm-Style, also ein bisschen schicker. Ich weiß gar nicht, wie man die Marke so richtig ausspricht. Sagt man Stüssi oder Stüssi? Ich weiß es nicht, ich sag jetzt einfach Stüssi, weil ich bin richtig deutsch. Eine richtige deutsche Kartoffel. Ein schicker Stüssi-Pullover. Backprint ist ja sowieso sowas, das sehen wir eigentlich jedes Jahr wieder. Das kommt immer wieder, weil es hat einfach so einen coolen, relaxten Fit. Und danach, man sieht einfach aus wie eine Queen. Deswegen Stüssi-Pullover. So, ich habe ja schon gesagt, so enger liegende Tanktops oder einfach Sachen von Skims sind immer so gute Basics, die man auch gut damit kombinieren kann. Was mir momentan so ein bisschen an Skims fehlt, sind so Töne in Grau. Zwar gibt es dieses graue Skims-Kleid, was ich auch unbedingt eigentlich noch haben möchte, aber irgendwie von so T-Shirts ist es halt mehr in so Hautfarben. Und wir gehen jetzt mal richtig zu den Tops über. Und da habe ich erstmal einen Top von Yuke's gefunden. Und zwar ist das so richtig schön schwarz, metallic, glänzend, wie auch immer. Und dann stelle ich mir dazu so eine Low-Waist-Jeans vor. Oder sogar so einen Rock, wie am Anfang natürlich dann nicht auch noch glänzt. Dann hat man einfach too much. Und oh mein Gott, ich habe dieses T-Shirt seit letztes Jahr. August oder Juni? Oder Juli? Seit letztes Jahr im Sommer auf jeden Fall, egal. Habe ich das gesucht. Und ich habe es nirgendwo gefunden und jetzt wird es überall verkauft. Und ich denke mir so, warum habe ich es nicht eher gekauft? Aber es ist trotzdem dieses Jahr auf meiner Wishlist. Und zwar sind das diese Strapless Ripped in Front Tops. Also es ist eigentlich wie so ein Tube Top, nur dass da vorne noch so eine Verzierung ist. Und das ist so ein richtiger Neutral Tone, der einfach in meinen Kleiderschrank muss. So, wir haben zwei wunderschöne Jeans, die ich rausgesucht habe. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der entspannteren an. Und zwar ist das eine von Zara. Und das ist einfach so eine Straight Cut Low-Waist Jeans, weil das ist einfach so ein Basic, das ist so ein Essential, das sollte man einfach in seinem Kleiderschrank haben. Das kann man zu allem anziehen, wirklich zu allem, würde ich jeden Tag tragen. Wenn ich mir ein Item aussuchen müsste, was ich wirklich jeden Tag tragen müsste, dann wäre es entweder ein Baby-Tee in weiß oder in schwarz oder so eine Low-Waist Jeans wie diese. Ach, und generell tragt einfach das, was euch gut fühlen lässt. Und es ist so unwichtig, was andere Leute dazu sagen. Ihr müsst euch am Ende wohlfühlen. Einfach leben und leben lassen. Hauptsache, ihr seid mit euch zufrieden. Die zweite ist mein 2023 Favorite. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so zeitlos ist wie die Hose von vorhin. LTB Valerie Bootcut Jeans. Alle Teile, die ich bis hierhin gezeigt habe, die Oberteile sind, kann man zu dieser Hose kombinieren. Weil es ist einfach so schön, wenn ihr so ein etwas längeres Oberteil tragt, weil ich bin gar kein Fan mehr von so bauchfreien Sachen, sondern ich mag es eher, wenn das so ungefähr an der Taille abschließt und dann habt ihr eine Low-Waist-Hose an, dann sieht man so ein bisschen Haut oder sowas. Und immer wenn ich so Girls damit sehe, dann denke ich mir so, wow, Fashion-Icon. Das ist so Vorbild für mich. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb steht es auf meiner 2023 Wishlist auf meinem Traumkleiderschrank. Zeige ich euch noch zwei Sweater, und zwar besonders Sweater-Schnitte, die mir einfach dieses Jahr absolut gefallen. Und zwar sind das Off-Shoulder-Sweater. Und zwar kann man die eigentlich überall kaufen, also auch bei H&M oder so, für richtig wenig Geld. Oder wenn ihr die Möglichkeit habt, für etwas mehr Geld bei einer Sustainable Brand. Also das wird immer wichtiger für mich auch, dass ich gucke, wo werden die Sachen produziert und für wie viel Geld werden die produziert. Ich hoffe natürlich immer, dass die Arbeiter auch genügend bekommen und darauf, ich finde, sollten wir einfach ein bisschen mehr achten. So, wir kommen jetzt noch zu ein paar Accessories und danach zeige ich euch ein paar Outfits, die ich so auf Pinterest gefunden habe. Ich bin wirklich dieses Jahr ein großer Fan von Pandora und besonders von deren silbernen Sachen. Ich mag tatsächlich diese Charm-Sachen nicht so gerne an mir. An anderen Leuten sieht das mega gut aus, aber ich bin eher so für so filigrane, etwas kleinere Sachen. Und jetzt kommt wirklich eine Sache, wo ich sage, Dupe, all the way. Kauft euch so ein Armband. So ein Armband. Und noch eine meiner Lieblingsmarken dieses Jahr, wo ich mir auf jeden Fall eine Tasche von holen möchte. Und zwar ist das von Hardik und Voltaire. Wow. Mehr fällt mir dazu gar nicht ein. Wow. Fehlt nur noch eine mega wichtige Sache. Und zwar, wie ziehe ich das denn jetzt mit einem Outfit zusammen an? Und da habe ich zwei Outfits rausgesucht. Einmal etwas casual-mäßig, Street-Style.
und danach auch noch etwas schicker. Okay, was sehen wir hier? Wir sehen ein Off-Shoulder-Sweater. Wir sehen diese LTB Bootcut Jeans. Wir sehen Alexander McQueen. Wir sehen eine Sonnenbrille, eine dicke, wie ich gesagt habe. Da habe ich jetzt leider keine Marke. Also wenn ihr gute Sonnenbrillenmarken kennt und auch mega schöne, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich bin momentan auf der Suche nach einer guten Sonnenbrille. So, das zweite Outfit gefällt mir auch mega, mega gut. Das ist so ein bisschen schicker. Das ist so ein bisschen eher schon so frühlingshaftiger. Wenn ihr so im Frühling vielleicht in den Urlaub fahrt, dann würde ich das vielleicht da anziehen. Und zwar haben wir so einen Mini-Rock, wie der am Anfang, nur ohne Glitzern. Den gibt es auch eigentlich so oft bei Zara. Also wenn ihr bei Zara einfach mal guckt, gibt es wirklich die besten Mini-Röcke da. Und dazu sehen wir auch noch so einen kleinen Wool-Knitted Sweater. Ich habe es euch gesagt. Und dazu High Golden Goose glitzernde Schuhe, die kaputt sind. Warum sind die kaputt? Was ist eigentlich los mit dieser Marke? Und dann ist einfach euer Outfit komplett und ihr habt das coolste Outfit auf der Welt. Naja, egal. Wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn ihr eine kleine Inspiration finden konntet, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ich freue mich wirklich sehr. Aber wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Danke, dass ihr auf mein Video von allen Videos geklickt habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao!